06 TV wird Ihnen präsentiert von der LVM und ihren Vertrauensleuten. Zusammen für Preußen Münster. Preis, ist schön, dass du die Zeit genommen hast. Wir dürfen in deinem Zimmer sein. Es ist ja wahrscheinlich auch so der Ort, wo man nochmal hingeht zwischen den ganzen Einheiten. Wie vertreibst du dir die Zeit, wenn mal ein bisschen was da ist? Meistens tatsächlich dann mit einem kleinen Mittagsschläfchen. Nach der ersten Einheit mache ich das ganz gern auch. Zu Hause dann und im Trainingslager, wenn dann nochmal die ein oder andere Einheit mehr ist, lege ich mich dann einfach ganz gern hin und ruhe mich aus. Die Roomtour hat uns schon einen kurzen Einblick gegeben, du bist auf Wohnungssuche. Ja. Wo zieht es sich hin? Ist es dann die Innenstadt? Ist es ein bisschen außerhalb? Ist noch nicht sicher. Ich habe jetzt, wenn ich zurückkomme aus dem Trainingslager, habe ich erstmal 4 Besichtigungstermine. Also habe das alles logistisch gut hinbekommen und dann werden wir sehen. Was würdest du dir wünschen? Also meine Freundin kommt jetzt mit. Das bedeutet eine Wohnung für uns beide, 3 bis 4 Zimmer. Und wäre schon schön, wenn es in Münster klappen würde, weil ich jetzt gerade im Atlantik-Hotel noch bin und fühle mich sehr wohl in der Stadt. Aber bist du ein Stadtmensch? Es geht. Also meine Kindheit war auf dem Dorf, wirklich richtiges Dorfleben. Dann war ich lange in Nürnberg, in der Stadt, im Internat auch gewohnt. Also ich kenne beides so ein bisschen, egal wo es hingeht, ich kann mich dann relativ gut schnell wohlfühlen. Ich glaube, Münster verbindet da beide Welten gut für dich. Du bist hier mit Max auf dem Zimmer. Wie ist es zu der Konstellation gekommen? Tatsächlich, nachdem Harry gefragt hatte, wer geht ins Zimmer und so, dann hat Max mir kurz geschrieben am Abend und waren glaube ich in den ersten 3-4 Tagen und klar habe ich dann nicht Nein gesagt. Sehr entspannt auf jeden Fall. War so der erste Eindruck, dass man schon in den ersten Tagen... Ja, genau. Ich sitze ziemlich nah in der Kabine neben Max wahrscheinlich. Also da haben wir das ein oder andere Mal schon gequatscht gehabt. Und ich weiß nicht, mit wem er letztes Jahr auf dem Zimmer war, aber anscheinend ist da was frei geworden. Als Preußen eine Option für dich wurde, als klar war, okay, es besteht ein Interesse. Hast du da mal zum Hörer gegriffen, um mal bei irgendwem nachzuhören, wie ist Münster? Ich habe es tatsächlich nicht gemacht, nein. Ich kannte Vego von hier schon, aus der Zeit in Aalen, aber ich habe es eigentlich immer so gehandhabt, dass bevor ich nicht unterschrieben hatte, habe ich nicht viel Terz drumherum gemacht, weil man kennt ja die ein oder andere Story, wo es dann am Ende doch nicht aufgeht oder sonst was. Deswegen habe ich mir eigentlich so mein eigenes Bild dann gemacht, klar, Google angeschmissen und mal ein bisschen was durchgeschaut, die Instagram-Seite vom Preußen Münster angeschaut und das waren so das Einzige, wo ich nachgeschaut habe. Ja. Was waren so die Inhalte, die dich gecatcht haben, dass du wirklich gesagt hast, Münster ist das, wo ich gerne hin möchte? Die Aufstiegsfeier. Nein, also das war tatsächlich so, dass ich schon begeistert war, was da los war in der Stadt nach dem Aufstieg mit den ganzen Fans. Bin da ein bisschen durchgegangen und auch so habe ich dann tatsächlich auch jemanden gehabt, der schon mal hier in Münster gearbeitet hat für ein Wochenende und auch die war total begeistert auch vom Hafen und von der Innenstadt und ja, deswegen hat dann gut gepasst. Konntest du in Münster jetzt schon ein bisschen Zeit verbringen oder war es wirklich eher das Pendeln, also quasi mal Hammerstraße hoch zum Training, Hammerstraße runter zum Schlafen? Ja, den ein oder anderen freien Tag haben wir natürlich auch gehabt und da ich ja im Hotel keine Küche habe, war es dann auch tatsächlich meistens so, dass ich mittags, abends irgendwo essen gegangen bin. Hat sich dann auch immer gut abgewechselt von Innenstadt bis zum Hafen. Hab schon ein paar Läden durch. Wie waren insgesamt jetzt die ersten knapp 3 Wochen dann ja für dich? Spannend, weil ich bis auf, wie gesagt, schon Vego jetzt erstmal niemanden als Mitspieler kannte hier. Aber auch sehr, sehr positiv, sehr gut. Ich denke auch, die Testspielergebnisse haben so ein bisschen auch den Teil dazu beigetragen, dass die ganz ordentlich waren. Klar, das Testspiel immer ist was anderes wie die Liga dann, wenn es wirklich drauf ankommt. Aber gute Ergebnisse tragen immer zur guten Stimmung auch bei. Und ansonsten, denke ich, haben wir eine ganz, ganz gute Truppe zusammen auf und neben dem Platz, sodass man echt hier Spaß haben kann. Man sagt ja auch, im Fußball geht es sowieso immer sehr, sehr schnell. War es dann bei dir auch so, dass man nach 2-3 Tagen schon das Gefühl hatte, man wäre schon länger in dieser Mannschaft? Ja, tatsächlich schon. Also man findet sich dann so schnell im Training auch mit den Gesprächen, findet man da so schnell zusammen oder dann eben die Einheiten, wenn man mal so eine richtig eklige Einheit wie so 1000 Meter Läufe oder so zusammen durchgestanden hat, da kommt man dann ziemlich schnell an, das stimmt. Du kennst die dritte Liga gut, hast schon über 100 Spiele da gemacht. Was würdest du sagen, auf welchem Level seid ihr gerade und was sind so die Faktoren, an denen man noch arbeiten muss, um eben erfolgreich zu sein? Ja, wir wollen auf jeden Fall mal ein Testspiel, außer jetzt das erste Testspiel ohne Gegentor, bestreiten. Das sind jetzt nur im ersten gelungen.
Ist schon so, dass wir jetzt auch viele Tore geschossen haben in den Testspielen. Was auch klar ist, es sind so die Basics, die Defensive, die wird auch unwahrscheinlich wichtig in der Liga sein, dass wir wirklich alle zusammen mit nach hinten verteidigen. Aber ich denke mal, mit dem Stand der Vorbereitung jetzt, wo wir gerade stehen, können wir zufrieden sein, dürfen uns natürlich nicht drauf ausruhen, haben noch ein paar, ich glaube 2 Wochen, bis dann losgeht. Und ja, ich freue mich schon drauf. Ja, du sagst es, wie sehr fiebert man in diesem Moment. Man darf auch mit dem Heimspiel starten. Das heißt, ja, das ist ja auch eigentlich der ideale Auftakt, auch gerade als Neuzugang. Wie sehr fiebert man schon auf diesen Moment hin? Ja, sehr. Also ich freue mich schon sehr, das erste Mal dann also ich habe schon im Preußenstadion gespielt, aber dann tatsächlich als Heimmannschaft mit der ganzen Unterstützung. Ich habe wirklich schon riesen Lust drauf, vor den eigenen Fans zu spielen und kann es kaum erwarten, dass gegen Dortmund 2, dass wir dann hoffentlich die ersten 3 Punkte direkt zu Hause behalten. Als Mannschaft macht ihr jetzt schon wirklich einen Eindruck, dass einfach eine super Stimmung herrscht. Du hast es gerade auch schon mal angerissen. Wie sehr kann das einfach auch zum Faktor in der Liga werden, dass man eben zusammensteht? Ja, ich denke, das ist sogar mit das Wichtigste, dass wir wirklich eine Einheit bilden, dass wir als Truppe funktionieren, weil der beste Plan, den der Trainer uns auch vorgibt, also es kann der beste Plan sein, wenn wir es dann nicht schaffen, einfach zusammen auf dem Platz umzusetzen. Und deswegen ist es unfassbar wichtig, wie du auch gerade schon gesagt hast, denke ich, ist die Stimmung gerade super. Hat natürlich auch großen Anteil von der Kern, dass der Kern so zusammengeblieben ist von letzten Jahr, glaube ich. Das macht auch viel aus. Wie Neuzugänge wurden super integriert und jetzt gilt es dann einfach nur, das auch, wenn es drauf ankommt, auf den Platz zu bringen. Wie ist der Typ Preissinger auf dem Platz? Also, dass du gerne Zweikämpfe führst, das hat man schon mitbekommen, aber ist es auch so, brauchst du das Umfeld, das dich pusht oder bist du auf dem Platz eher im Tunnel? Wie tickst du da? Ja, so eine Mischung aus beiden. Also ich bin dann auch schon ganz gerne im Tunnel für mich, schaue, dass meine Leistung eben passt, bin da auf mich fokussiert. Ich möchte auch auf jeden Fall mit Leistung vorangehen. Klar, auf der Position, wo ich jetzt in der Vorbereitung gespielt habe, der Doppel-6, gehört natürlich auch dazu, dass man die Vorderleute steuert. Werde auch super von hinten gesteuert, von Lore und Co. Ja, also lasst euch überraschen, würde ich sagen.